Hallo und herzlich willkommen zur Modvorstellung von Not Enough Items. Wie ihr schon seht, jetzt hier Not Enough Items, das ist dieser Mod, dieses Items reinschieben hier, was ich schon in einer Modvorstellung verwendet habe. Und zwar kann der nicht nur das, das ist auch nicht einfach ne, etwas geklautes von Too Many Items. Wobei Too Many Items hat noch den Vorteil, dass es halt nichts benötigt, um zu laufen. Dementsprechend ist es immer sehr schnell geupdatet und auch meistens schon für die Snapshot-Version verfügbar. Not Enough Items sieht jetzt erstmal hier so ein bisschen anders aus, wie man sieht. Hat hier so Minecraft-Button-Style und außerdem sieht man hier alle Mob-Spawner und so. Das ist ganz schön gut, aber das ist nicht das Besondere. Man sieht es hier auch noch ein paar andere Items von Industrial Craft 2, weil ich da gerade eigentlich nebenbei noch am Motorstück machen bin, aber die kriege ich heute nicht mehr fertig, die ist einfach zu lang. Außerdem hat man hier unten noch einen Options-Button, wo man Not Enough Items ein- und ausschalten kann, wozu auch immer, weil man kann auch einfach O drücken, dann verschwindet das, genauso wie bei Too Many Items. Dann kann man hier noch zwischen drei Modi umstellen, einmal vom Cheat-Mode, den Rezept-Modus und den Utility-Mode. Erstmal der Cheat-Modus. Der Cheat-Modus, da hat man alle Sachen hier zur Verfügung. Man kann sich alle Items reinschieten. Wenn Items darauf zieht, dann verschwinden die. Man hat hier oben die ganzen Buttons, wo man zum Beispiel so Sachen löschen kann oder so alle löschen kann. Also halt alles. Auch halt, man kann auch hier noch sein Inventar zum Beispiel so speichern. Das hätte ich gerne so. Dann kann es wieder laden. Und ja, das kann man halt alles machen. Wenn man im Rezeptmodus ist, dann kriegt man beim Raufklicken nur die Rezepte angezeigt, kann sich nicht cheaten und halt, also mit Linksklick kriegt man das Rezept, wie man das hinten bekommt, angezeigt mit Rechtsklick, was man damit alles machen kann. Ja. Und im Utility-Mode kann man sich auch noch nichts reinschieten, hat aber hier oben noch die Möglichkeit, sich den Mülleimer und den Magneten zu gehen, was diese Modi da oben alles sind, zeige ich gleich noch. Item-IDs ist dazu da, wenn man es auf Auto gestellt hat. Man sieht jetzt die Item-IDs komplett, jetzt sieht man sie nicht. Wenn ich das auf Shown mache, dann sieht man die jetzt und jetzt sieht man sie immer noch. Wenn ich sie auf Hidden mache, dann sieht man sie jetzt nicht und jetzt auch nicht. Deshalb ich lasse sie meistens auf Autos. Block Item-ID-Settings. Hier bei den Item-ID-Settings kann man hier was mit den nicht benutzten Item-IDs machen. Kann man jetzt hier Shown Unused Block-IDs. Was hat sich hier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man braucht, braucht man mal nicht. Noch auf Item-Plugins. Tooltip-Optionen. Hier kann man die Tooltip-Optionen noch einstellen. Was ist, ob hier, wenn ich zum Beispiel jetzt hier über Holz gehe. Nehmen wir mal normales Holz, kein Mod-Holz. Weil hier, da sieht man, dass das paar verschiedene Sachen produzieren kann. Und das kann man halt da ausschalten. Auf Check Updates, dann guckt er nach Updates. Wenn das Check Updates Now drückt, dann guckt er jetzt direkt nach Updates. Das OR bzw. Liquid Dictionary, das ich weiß gerade nicht, irgendwo muss mal kurz nachgucken. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau macht. Braucht man auch im Normalfall nicht. Ja. Gibt hier noch viele weitere Einstellungen, Minecraft Layout oder das alte Too Many Items Layout, dann sieht es so aus, wie Too Many Items aussah. Ja, kann man hier halt einiges einstellen. Wer sich damit genauer auseinandersetzen will, der kann das gerne machen und mir noch in die Kommentare schreiben, was ich alles für einen Mist hier erzählt habe. Aber im Normalfall braucht man es nicht. Wie ihr gesehen habt, kann man hier unten auch nach Sachen suchen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Holz suchen, also in diesem Fall, der sucht immer nach den Itemnamen. Das heißt, wenn ihr es auf Deutsch umstellt, müsst ihr auch in Deutsch danach suchen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb ich Minecraft nicht auf Deutsch gestellt habe. Weil viele Items sind eh bei Mods immer nur in Englisch und hier kann man sich dann halt auch das Englische suchen und das Englische habe ich jetzt schon im Kopf, wenn ich es auf Deutsch stellen würde und dann in meinem im Technik-LP dann auch einfach suchen würde, müsste ich auch immer hier umdenken, wie heißt denn das jetzt auf Deutsch, deshalb das ist auch ein Grund. Dann zu den ganzen Knöpfen hier oben kommen wir mal. Das ist einmal der Delete-Mode. Wenn man jetzt auf Items draufklickt, dann kann man die nicht bewegen, sondern löscht direkt. Wenn man Shift und darauf klickt, dann löscht man alle Items im Inventar.
Naja, das ist auch noch ziemlich. Dann hat du meine Items auch noch, soweit ich weiß. Dann Regen. Ihr könnt halt Regen einschalten und ausschalten. Ich nehme ob er gerade an ist oder aus ist. Und wenn man einen Rechtsklick drauf macht, dann kann man Regen sogar deaktivieren. Das heißt, jetzt wird es nie wieder anfangen zu regnen in der Welt. Dann kann man hier den Creative Mode anmachen. Einmal den kennt man ja schon. Das hier ist auch nicht wegen Not Enough Items, das ist einfach so durch einen anderen Mod da. Und wenn ich hier nochmal raufklicke, dann kommen wir in so einen zweiten Creative Mode. Dieser Creative Mode, der wird halt auch von dem Mod hinzugefügt. Man hat halt, wenn man ja hier eh in der Seite meistens alles sucht, anstatt im normalen Creative Mode, hat man halt noch mal ein bisschen mehr Inventarplatz wie eine Kiste. Dann den Magnetmodus. Soweit ich weiß, ist der Macher von Too Many Items daran gescheitert, das zu machen. Der, wenn man den einschaltet, zieht halt die Items von weiter weg an. Dann hier unten die ganzen Zeiteinstellungen. Da kann man halt die Zeit, kann man bestimmte Uhrzeit einstellen. Wie man im Hintergrund sieht, ändert sich da auch das Aussehen so dunkel. Ein bisschen früher. Noch früher. Noch früher. Man kann allerdings hier auch die Zeiten ausschalten. Also bestimmte Zeitrahmen. Wenn man jetzt Rechtsklick drauf macht, dann kann man so das alles ausschalten. Und Heal Player, das heißt, hier kann man den Spieler aufladen, wieder heilen, wenn er jetzt hier im nicht Creative Mode ist. Ich muss mal eben kurz zum Creeper hinlaufen. Hallo Creeper, explodier mal. Oh. Gut, dann Spinne machen wir mal ein bisschen Schaden. Ich meine, jetzt hier, wenn ich jetzt hier rauf drücke, werde ich komplett geheilt. Mein Hunger würde auch komplett wieder geheilt werden. Aber ich hatte jetzt keinen Hunger. So, jetzt mal der Spinne kurz töten. Wenn ich nicht ganz sterbe, das kann ich nochmal zeigen. Fusch, wieder wunderbar geheilt. Also, das ist sehr gut. Dann hier oben, dieses Item Subsets. Hier kann man einstellen, dass bestimmte Itemgruppen gezeigt werden oder auch nicht. Zum Beispiel kann ich jetzt alle Vanille-Items ausblenden. Im Moment, es war falsch. Wenn man hier oben einmal doppelt Linksklick macht, werden alle Items angezeigt. Hier wird irgendwas nicht angezeigt, was aber irgendwie an dem Mod an Industrial Craft liegt, aus welchem Grund auch immer. Bei Vanilla kann ich entweder ausschalten mit Rechtsklick, da werden alle Vanilla-Items nicht mehr angezeigt, zumindest alle Items, die da drin sind, aber irgendwie werden hier trotzdem noch einiges an Vanilla-Items angezeigt. Also ach ja, der macht dann, guck mal, jetzt kann ich es nochmal zeigen. Hier bei Vanilla Items, da werden nur die ganzen Potions ausgeblendet. Die Potions sehen wir hier. Wenn ich jetzt alle Vanilla-Items ausschalte, schalte ich halt nur die Sachen, die da drin sind, aus. Dann Mod-Items. Gibt es den Mod Minecraft? Das ist ein bisschen komisch. Wenn ich das so mache, dann sind tatsächlich alle Items von Minecraft ausgeschaltet. Oben doppel Linksklick, alles wieder angezeigt. Dann Items, Industrial Craft. Und ja, ist halt jeden Mod kann der Mod halt selbst das machen, beziehungsweise man kann Plugins dafür machen und man kann selbst auch noch Items-Kategorien reinschreiben. Dann hier das Inventar speichern. Wenn man hier einmal raufklickt, dann speichert man das. Also wenn man hier mit Linksklick rauf macht, dann speichert man das. Wenn man hier auf das kleine X daneben mit dem Linksklick raufklickt, dann löscht man das. Wenn man Rechtsklick drauf macht, kann man dem ganzen Namen geben. Zum Beispiel, wenn man in einer Welt hat, wo man irgendwie teilweise Creative, teilweise Survival macht, kann man hier. Survival-Dingens, ach, wie auch immer. Ihr wisst halt, kann man es halt benennen. Ich würde das nie benutzen, aber naja. Ich hoffe, auch wenn alles ein bisschen durcheinander war, tut mir leid, musste jetzt relativ schnell noch gemacht werden. Ich hoffe trotzdem, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und freut euch auf nächste Woche. Da zeige ich zum Beispiel, was das hier ist, was gerade nicht mehr funktioniert. Yay! Wollt man mal was Tolles, das wollt man mal ein lustiges Ende machen und da geht das nicht mehr. Ach so, ja. Moment. Bis nächste Woche.